So, willkommen zurück zum Zwillingsschwester-Simulator. Wir spielen aktuell nur eine, und zwar Aloy. Wir sind in Himmelsruhe. Scheint immer noch etwas Strom zu sein. Die Generatoren waren wohl nur für den Schild. Aha. Und erkunden jetzt einen unterirdischen Komplex, der irgendwie direkt neben einem Horus liegt, wo unser guter Industriemagnat Walter Londra nichts Besseres zu tun hatte, als seinen Horus als Energiequelle zu benutzen. Was soll schon schief gehen? Also ich weiß ja nicht so richtig, ob das wirklich die beste Idee war. Vor allem, wenn er so einen riesengroßen Dinger daran bauen kann. Hätte das nicht irgendwie ein bisschen besser machen können? Irgendwie anders? Ich bin immer noch ein bisschen heiser, weil ich mich darüber aufgeregt habe, dass ich... Hey, wir haben die Quellen gefunden! Wuhu! Seine Leute. Und noch ein Wandbild. Er. Diese stehen nur da und... warten. Finden wir es raus. Was macht sie denn mit einer Barbarin? Wir wurden bis jetzt noch nie so richtig dolle hochnäsig behandelt. Das kann doch kommen. Seika, willst du dich uns anschließen? Anschließen? Ja, das wollen wir. Es hat etwas gedauert, aber wir sind endlich da. Eine Barbarin. Auserwählt. Unmöglich. Seth würde das nie erlauben. Hm. Wie seid ihr ohne ihn reingekommen? Also Seth hat uns geschickt. Wir halfen... wir halfen ihm aus diesem Hinterhalt in der Wildnis. Genau. Also, ich war mit ihm auf dem Weg hierher, als uns Maschinen angriffen. Wir wollten sie aufhalten, aber waren in der Unterzahl. Und in dem Moment kam Aloy zur Rettung. Ich habe die Gegend erkundet, als ich auf sie stieß, also eilte ich zu Hilfe. Ihr hättet sie sehen sollen. Eine der besten Maschinenjägerinnen, die ich je traf. Sie rettete Seth das Leben. Ich habe nur getan, was ich konnte. Seth hatte noch etwas Wichtiges zu erledigen, also sagte er, wir sollten ohne ihn weitergehen. Er erklärte uns, wie man die Barriere runterlässt und sagte, wir sollten direkt hineingehen. Seth kam nur mit der Hilfe einer Barbarin heil davon? Wir alle brauchen ab und zu ein wenig Unterstützung. Gut, Seth gab ihnen die Erlaubnis. Und ich riskiere sicher keinen seiner Ausbrüche. Lass die anderen drinnen von unseren Neuankömmlingen wissen, ja? Na gut. Aber ich lasse sie nicht in die Auferstehungshalle, bis sie ihre Hingabe bewiesen haben. So wie alle anderen. Und ich bin gespannt auf Seths Version, wenn er zurückkommt. Oh, auf jeden Fall. Beachte ihn nicht. Viel Glück da drin, Seika. Mögt ihr beide sein Licht umarmen. Ja, ist wirklich ein Wunder, dass der Fokus keinen stört, ne? Aber schön, dass Aloy sich erstmal wieder schön durchgelogen hat. Das hat doch noch funktioniert. Bald bin ich an der Reihe. Ich weiß es. Aha. Einen seiner Wutausbrüche. Aber Olle Brenig scheint auf jeden Fall wieder so ein typischer Wichtigtour zu sein, ne? Vielleicht sollten wir ihn einfach erdolchen, aber ich glaube, ich bin immer zu gewaltvoll in diesen Situationen. Das war knapp. Unfassbar, dass mein Volk freiwillig hier ist. Und sie hören auf Seth. Er klingt nach einem tollen Kerl. Schnell zur Auferstehungshalle, bevor du ihm begegnen musst. Ich dachte genau, da werden wir nicht reingelassen. Oh, ist das alles der Arm des Horus? Den haben sie ein bisschen mit Holz belegt. Aha. Oh, eine zuhe Tür. Ein Hologramm von Londra. Willkommen, Auserwählte. Du bist gereist, du hast gelitten. Aber du bist nicht mehr verloren. Ich habe dich gefunden. Und ich biete dir an, was du verdienst. Die Auferstehung. Sei unbesorgt. Vergiss, was du zu wissen glaubst. Und umarme diesen Moment. Eine neue Welt erwartet dich. Oha. Okay. Willkommen, Auserwählte. Ja, super. 2 von 4. Also ich ahne Schlimmstes. Hauptsache, hier steht so ein Champagner rum. Ach du Scheiße. Ach, Herr Imini-Mini. Das ist sehr viel Londra. Er will, dass wir sein Licht umarmen. Wortwörtlich. Wir wahren hier besser den Schein. Ich versuche es. Aha. Tun, als sähe ich zu Londra auf. Ekit. Sie weiß doch gar nichts über ihn, aber das ist ein sehr schönes Bild mit den Ketten und den Vögeln. Ja.
Ich möchte dir ein paar alte Freunde vorstellen. Wir waren auf der besten Party der Stadt, um den großen Sieg zu feiern. Und während die Aufmerksamkeit auf mich gerichtet war, stürmte mein Ex-Geschäftspartner herein. Und er ist neidisch auf unseren Erfolg. Und er wirft mir einen Drink ins Gesicht. Aber kein Tropfen traf mich. Denn mein Leibwächter Jack warf ihn zu Boden. Und die anderen, Riley, Nolan und Parker, tja, sorgten für seinen Rauswurf. Aber meine Evelyn ermutigte alle, darüber zu lachen. Wie die er zurückgelassen hat auf der Erde. Ah, ich habe sie bewundert. Ihre Hingabe an mich bedeutete mir alles, mehr als jede Auszeichnung. Und es war der schönste Abend meines Lebens. Mhm. Andra scheint es gewohnt zu sein, verehrt zu werden. Wirklich. Oh, das da oben ist die Schwester. Na, dann scheint es immer da oben hoch. Oh, na, wo ist vielleicht nicht die Schwester? Ja, also, es ist. Oh, da hinten ist eine Tür drin in ihn. Es wird ja immer schlimmer hier. Und das machen die den ganzen Tag. Sie gucken sich irgendwelche Hologramme an. Aha. Wenn das die Aloys-Fokus nicht erkennen, das würde ich ja irgendwie glauben, aber das ist Ian. Hä? Also, sie haben gerade die anderen Klamotten. Vielleicht sind das auch einfach die Klamotten der Speer, dass sie so gelb sind. Da haben sie sich spontan. Okay. Die sind aber nicht ganz so glücklich darüber aus. Ich meine, diese. Ah, hier ist der Boden wieder mit Sendezeug ausgestattet. Das ist so halb-halb. Na gut, da hat er wahrscheinlich hier sein ganzes Sendesmaterial verballert. Wie Kaiser. Bestimmt Londras Nächstenliebe. Oh. Naja, gut. Okay, also zumindest für Essen war gesorgt. Guck mal, sogar Brezeln haben sie. Das Konzept Brezel bekannt ist. Ich kann die grüßen. Sieht fast so gut zum Essen aus. Ah, ob da nicht eine Falle hinter ist. Achso, das ist wahrscheinlich so ein Zenit-Essensherstellungsgerät, oder? Naja, gut. Wo genau soll ich mein... Achso, mein Quest ist in der Mitte. Also ich kann links und rechts in aller Ruhe angucken. Gut, das wissen wir immer, warum der Ort Himmeltruhe ist. Aber wieso bettentechnisch? Scheint das aber der Ort nicht ideal zu sein, oder? Ich meine, die Tische sehen zwar alle gut aus und Dings. Kann es vielleicht das sein, dass Zenits einfach nicht schlafen? Komm, setz dich zu mir. Oha. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Einst hatte ich ein Haus auf dieser Welt mit der schönsten Aussicht auf die Stadt. Meine Frau und ich liebten es, die Lichter der Stadt im Abenddunst leuchten zu sehen. Unser Moment der Gelassenheit. Doch dann kam die Zeit der Asche. Der Himmel bot einen Ausweg, aber am Ende überlebte nur ich und erlangte das Geheimnis der Unsterblichkeit. Evelyn, alle, die ich schätzte, einfach fort. Ich war alleine. Deshalb bin ich froh, dich gefunden zu haben. Bald werden wir die Ewigkeit in einer neuen Welt verbringen. Jeden Sonnenuntergang. Gemeinsam. Ah ja. Lieber noch ein Taifun, als die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Warum hasst sie Londra eigentlich so aus dem Nichts? Ich meine, sie hat ein bisschen das Zeug gesehen, aber so viel weiß sie jetzt auch noch nicht über ihn. Oh, jetzt ist mit dem Steuerrad jetzt hier. Wer hat denn diese ganzen Propagandafilter gemacht? Oh, das ist sein Leben. Also, eine Barbarin ist eine von Walters Auserwählten. Ah, sie kennt ihn schon aus. Das ist. Oh, hat er erzählt, dass es ein Asteroide war? Nee, der hat die Ferroplane. Das sind seine Abbauten. Ah ja. Warum? Das sind doch die 3D-animierten Dinger von den Reisendingens. Ah, ihr müsst die sein, die Brenig erwähnte. Zwei weitere Seelen, die ihr undankbares altes Leben hinter sich lassen wollen. Ja, das sind wir. Du bist Kiral, stimmt's? Du warst auf der Funken stationiert. In meinem früheren Leben, ja. Nur eine weitere Marinesoldatin auf hoffnungsloser Expedition. Ach, genug davon. Wie Walter sagt, wir müssen die Vergangenheit vergessen.
Unser Leiden hat uns hierher geführt. Und jetzt steht die Auferstehung kurz bevor. Dieser Ort ist solch ein Wunder, nicht wahr? So etwas habe ich doch nie gesehen. Oh, aber es ist noch nichts im Vergleich zur Auferstehungshalle. Warst du drinnen? Allerdings. Ich bewies meine Hingabe nicht lange, bevor ihr zu uns kamt. Jetzt warte ich auf das, was vor mir liegt. Ein Schritt näher an der Auferstehung. Ah ja. Ich habe absolutes Vertrauen. Du sagtest, du wartest auf das, was vor dir liegt. Wir sammeln noch Informationen, aber ich dachte, unser Ziel wäre die Auferstehungshalle. Ihr seid nicht die Ersten, die Walters Plan für uns nicht begreifen. Mein Rang ist mir sicher, da ich gesehen habe, was in der Halle ist. Aber es gibt noch mehr, was er uns bietet. Ich weiß es einfach. Das muss der Grund sein, warum die Ergebenen an einen anderen Ort kommen. Und sobald Seth zurückkehrt, bringt er mich dorthin. Ich bin bereit. Hast du eine Ahnung, wo dieser Ort genau liegt? Irgendwo, wo wir Walter näher sind. Seiner Umarmung. Zum Glück überhaupt nicht creepy. Du warst also in der Auferstehungshalle. Ist sie so besonders, wie wir glauben? Ich sollte nichts sagen. Ich möchte euch nicht das Erlebnis verderben, das ich hatte. Ach komm, Kiral. Nur ein Hinweis. Wir wollen unbedingt wissen, was da drin ist. Ich sag euch eins. Es ist atemberaubend. Wie der Moment, als Walter zum ersten Mal vor unserem Boot auftauchte. Nur besser. Beweist eure Hingabe. Und ihr werdet sehen. Ja, super. Tja, danke für das Gespräch, Kiral. Wir sollten uns wieder mit Walter befassen. Ja, natürlich. Viel Glück bei den Nachforschungen. Ich hoffe, wir sehen uns bei der Auferstehung. Jetzt ist natürlich, braucht er wirklich nur die Leute, weil er sein Ego nach jemandem verlangt, der ihn anbetet? Oder hat er noch was anderes mit denen vor? Na gut, ich glaube, es ist der Punkt gekommen, wo wir gewaltvoll werden müssen. Oh, noch mehr Sendezeug. Ist die Tür verstärkt? Nee. Ihr zwei. Zugpunkt unbekannter Macher. Na super. Oh, unsere Weltverbesserin. Und die Barbarin. Jetzt macht alles Sinn. Die Zeit der Asche, die Überschwemmungen im großen Delta. Wir sind gefangen in einem Kreislauf der Zerstörung, doch bald haben wir eine neue Welt. Ein wirklich schönes Versprechen. Da ihr eure Hingabe bewiesen habt, seid ihr bereit für das, was als nächstes kommt. Seth führt euch dorthin, sobald er zurück ist. Nicht so schnell. Eure gute Tat in der Wildnis mag euch so weit gebracht haben, aber hier bekommt ihr keine Sonderbehandlung. Walter selbst hat mir das Privileg erteilt, die Auferstehungshalle zu bewachen. Bis ihr eure Prüfung abgeschlossen und die Worte der Erlangung erfahren habt, bleibt die Tür verschlossen. Keine Ausnahmen. Schon gut, schon gut. Wir kommen später zurück. Muss ich jetzt wirklich recherchieren? Das ist ja schrecklich. Kann ich Ihnen einfach einen Pfeil in den Kopf hauen? Das klingt, als müssten wir eine Art Londra-Hingabeprüfung bestehen. Aber wer weiß, wie viel Zeit wir haben, bevor dieser Seth zurück ist. Es muss einen schnelleren Weg geben, diese Worte der Erlangung zu erfahren. Sehen wir uns mal um. Ich glaube nicht, dass die Worte in diesen Londra-Hologramm steckten. Aber vielleicht helfen sie uns, mit den anderen zu reden. Vielleicht können wir sie überreden, uns zu helfen. Können wir nicht trotzdem einfach den Typen... Also das ist jetzt so ein Ding, dass die sind alle unbewaffnet. Was wollen die denn machen? Also ich bin der Meinung, Gewalt ist hier der Weg. Ich hole uns was zu trinken. In der Zwischenzeit erinnere dich daran, was Walter über die Zukunft gesagt hat. Anscheinend teilst du die Begeisterung deines Freundes darüber nicht. Ich sollte mich mehr freuen, nicht wahr? Es ist in Ordnung, Dinge zu hinterfragen.
Lan war begeistert, als wir die Auferstehungshalle betraten. Er ist schon gespannt, wohin wir als nächstes gehen. Aber ich fürchte, das ist alles zu schön, um wahr zu sein. Warum gehst du da nicht einfach? Ich kann ihn nicht zurücklassen. Wir haben alles gemeinsam durchgemacht. Die Mission, den Taifun, den Schiffbruch. Und bald die Auferstehung, schätze ich. Oh, dann muss er jetzt taktisch Fragen stellen, oder was? Zweifel? Ich fange mal nach oben an. Anscheinend sind die meisten Quen überglücklich, Londra zu folgen. Warum du nicht? Zuerst wollte ich dran glauben. Alles, was er erzählte, schien eine Leere zu füllen. Vielleicht hatte ich endlich einen Platz gefunden, wo ich hingehöre. Ich dachte daran, dass unsere Räte sagten, wir sollten den Tugenden des Vermächtnisses folgen und gut und aufrichtig sein. Und dann haben sie meinen Vater weggezerrt, weil er sich gegen einen kaiserlichen Erlass aussprach. Bin nicht sicher, ob es hier anders ist. Walter könnte ein liebender Ahne sein, aber mit einem Schläger wie Zeth, der... Seine Freundlichkeit ist ebenso bedingt wie die des Kaiserreichs. Aha. Jetzt freut mich wirklich, wer dieser Zeth ist. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir da ein Problem haben könnten. Soweit man in der Siedlung weiß, seid ihr in die Wildnis gegangen und verschwunden. Wie seid ihr hier gelandet? Len und ich waren Teil einer Sperrmission aufs Festland. Aber die Sache ging schnell schief. Wir waren verloren und hungrig. Unser Brot war kaputt. Und dann hat Walter unser Lager gefunden. Ein lebender Ahne. Direkt aus der Wildnis, der uns sagt, dass wir auserwählt sind. Dass wir sicher sind. Es war leicht zu glauben. Jeder hier hat eine ähnliche Geschichte. Warum hat uns da niemand informiert? Nicht alle sind auserwählt. Walter sagt, wir müssen unser altes Leben hinter uns lassen, um aufzuerstehen. Niemand hat das hinterfragt. Hätte ich's bloß getan. Der sieht mir noch nach gutem Potenzial aus. Du sagtest, Lan kann kaum erwarten zu sehen, wohin ihr als nächstes geht. Weißt du, was dort geschieht? Ich schätze, dass es noch ein Test sein wird. Wie hier. Sobald man in der Auferstehungshalle war, bringt Zeth einen dorthin. Er und seine Truppen sind die einzigen, die je zurückkommen. Alle reden dauernd von ihm. Ich habe den Eindruck, er ist kein netter Kerl. So nett wie eine Feuerklaue. Aber es ist nicht nur er. Die Soldaten, die ihm folgen, sind auch so. Sie wissen wohl, dass sie tun können, was sie wollen, da sie nicht mehr dem Admiral oder der Aufsicht unterstehen. Das Ding ist, wir hatten noch keine Gelegenheit, mal nach Nastikas Schwester zu fragen, ne? Du hast gutes Recht, skeptisch zu sein. Londra führt was im Schilde. Wir müssen in die Auferstehungshalle, um rauszufinden, was. Und dafür brauchen wir die Worte der Erlangung. Ich will keinen Ärger machen. Wenn Zeth zurückkommt, kriegt er raus, dass ich geredet habe. Hat es etwas mit einem dieser Londra-Displays zu tun? Das ist wichtig, Otoso. Es stehen viele Leben auf dem Spiel. Es hängt damit zusammen, was Walter am meisten an seinen Freunden schätzt. Sie schenken ihm Bewunderung, sie bewunderten ihn, sie waren hingemussvoll, sie schenken ihm Beachtung. Ja, ich meine, das ist... Er dachte wohl, er würde von ihnen angebetet. Nein, so war das nicht. Das war eine dumme Idee. Ich sollte nicht mit euch reden. Hey, alles wird gut. Versprochen. Es tut mir leid. Es geht nicht. Bitte lasst mich in Ruhe. Das hätte besser laufen können. Er lässt sich sicher nicht nochmal überreden, uns zu helfen. Vielleicht sollten wir zu Londra recherchieren, bevor wir mit jemandem reden. Ich meine, du hast da diese komische... Jetzt muss ich mir dieses schnalzige, schmutzige Ding da nochmal angucken. Ne, warte mal, muss ich nicht. Never mind that, wir können das lesen. Ich kann mir das sparen. Moment. Muss ich das nicht, dann kann ich das Wissen in das Transkript lesen. Das ist wesentlich schneller, als mir dieses geschnalzige Gesabbel anzuhören von ihm. Das waren übrigens alle Hologramme. Ich habe sie bewundert. Achso, er hat sie bewundert. Okay, ich hätte doch das andere nehmen sollen. Oder? Ja, nein, er hat sie bewundert.
Verehrung. Ich möchte dir ein paar alte Freunde vorstellen. Okay, kann ich jetzt einfach so lange Leute im Kreis anlabern, bis ich alle durch habe einmal? Wolltet ihr noch etwas anderes? Können wir mit der quatschen? Ah, nee. Okay. Hör mal, Kiral, du musst uns helfen. Du hast gesagt, die Auferstehung stehe kurz bevor. Seika und ich wollen unsere Hingabe so schnell wie möglich beweisen. Doch uns läuft die Zeit davon. Wir müssen in die Auferstehungshalle. Aber der einzige Weg, die Worte der Erlangung zu erfahren, ist das Bestehen der Hingabeprüfung. Es sei denn, du hilfst uns. Wir sind uns ähnlich. Wir haben bisher so viel erlitten. Stürme, Schiffbrüche, Jäger, Killer, Maschinen. Dorthin wollen wir nicht mehr zurück. Ja, wir sollten alle sein Licht umarmen. Vielleicht sogar mit einer helfenden Hand. Na schön. Sowas Ähnliches hat Walter gesagt, als er bei uns saß und seine Geschichte erzählte. Darüber, wo die Ewigkeit liegt. Ach ja, das ist das mit den Sätzen. Das ist, sie ist eine neue Welt, oder? Ich habe die Geschichte gerade nicht so vor Augen. In einer neuen Welt, stimmt's? Als Teil der Auferstehung. Ganz genau. Ihr versteht ihn wirklich so gut. Aber ich weiß nicht. Ich sollte mich besser an die Vorgaben halten. Bitte, Kiral. Wir wollen nicht in einer Welt ohne Walter leben. Na gut, ich sag's euch. Nur durch Hingabe kann ich sein Licht umarmen. Nur durch ihn kann ich in eine neue Welt auferstehen. Danke, wir schulden dir was. Schön, dass ich helfen konnte. Möget ihr sein Licht umarmen. Ach, ein bisschen kultisch. Aber es ist ja einfach, wir sind einfach den Typen an der Haupttür über den Haufen zu schießen. Wir haben unsere Worte der Erlangung. Brenig sollte uns jetzt in die Auferstehungshalle lassen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich sagte es bereits. Niemand kommt an mir vorbei, ohne die Worte der Erlangung. Oh, wir kennen die Worte. Seika? Oh nein. Dir gebührt die Ehre, Aloy. Nur durch Hingabe kann ich sein Licht umarmen. Nur durch ihn kann ich in eine neue Welt auferstehen. Es hat noch nie jemand die Hingabeprüfung so schnell bestanden. Tja, wir schon. Gehst du jetzt aus dem Weg? Ich weiß nicht, wie viel ich von Londra noch ertragen kann. Schauen wir, was er wirklich vorhat. Es wird spannend. Spannend, spannend, spannend. Es kann sich eben noch um Sekunden handeln, bis alles fest vorbeikommt, oder? Ich nicht meine Heiltränke. Okay, es ist mehr von der Alten. Diese Zeit wollten sie gar nicht gefunden werden. Wir wissen nicht, ob sie alle so denken. Ja. Klar. Ich würde mir ein bisschen Sorgen um die Schwester machen, ne? Nichts. In der Auferstehungshalle gibt es hoffentlich Antworten. Von dem muss ja diesen ganzen Scheiß irgendwie per Hand gebaut haben, ne? Dafür, dass er mega ungeduldig beim Download der Daten war. Und da eigentlich null Geduld für den ganzen Spaß hatte. Irgendetwas an Novas Tonfall war heute anders. Ein Hauch von Aufsässigkeit. Nach Korrektur ihrer Einstellungen ist sie wieder in der Spur. Aber zur Sicherheit führe ich eine Komplettdiagnose durch. Ob sie Angst vor den KI-Erwachen haben? Dass das so ein Ding ist? Hey, ist das so ein Dingsraum? Mal sehen, wohin er führt. Nee, das ist so ein Holoraum wie den... Oder? Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre so ein Holoraum wie den gleichen, den wir mit Gaia auch haben. Piep. Aha. Landra weiß wirklich, wie man Spannung aufbaut. Da oben muss ein ganz schönes Spektakel sein. Oh. Explosivdinger, tonnenweise. Ahnen. So erstehen sie auf. Hey, es ist ein Raumschiff. Walter baut ein Raumschiff, wie es aussieht. Sehen wir uns das genauer an. Was ist das? Physisch? Okay, so ist es ein Thema. Die sind nicht real. Alles ist Illusion. Ja, es ist ein besseres Hologramm. Ja, aber das ist doch einfach das Raumschiff, den Zenith Launchpad, oder? Also hier liegt Munition und Waffen rum. Ich ahne,
dass hier wahrscheinlich gleich fiese Leute auftauchen, die was dagegen haben, dass wir uns hier nun eingeschlichen haben. Aber das ist nur eine Vermutung. So, die Tür hier ist zu. Bunkertür verstärkt. Gut, dass die Leute hier überall immer Bunkertür verbannen. Warte mal, ich sollte mal vielleicht, bevor ich hier das ganze Zeug verbannere, mal kurz nochmal ein paar Pfeile nachbauen. Man weiß ja nie, wann man die Ressourcen ausgehen, obwohl es in letzter Zeit echt nicht mehr passiert ist. Dass ich auch nur andersweise in die Bedrohung gekommen bin, dass mir das Zeug ausgegangen ist. Bin ich jetzt auch alles zu? Achso, ich soll natürlich runterlaufen zu den Raumschiffen und nicht irgendwie versuchen, die Türen aufzuhebeln. Vor allen Dingen sind hier die Arme des Dings, ne? Das ein ehemaliger Militärbunker war, der von dem Horus. Tan die Leute auch nicht. Wie sind die hier wieder hochgekommen? Noch ein Audio-Ding. Meine Schöpfung, der Notwendigkeit halber dem Schoß des Horus entschlüpft, ist unendlich viel einfallsreicher als ihre uralten Vorgänger. Nicht einmal Chivumbe hätte sie ersinnen können. Ich hoffe nur, sie ist schnell genug, um seinen Schatten zu entrinnen. Ah ja. Also er will diesen komischen Atomantrieb nochmal bauen, weil er schneller ist als andere. Chivumbe war der verstorbene Führer des Far Senate-Projekts, dessen Kopf wir nie sehen konnten, weil das für den Hologramm aus seltsamen Gründen nicht da war. Okay, er hat sich also tatsächlich ein neues Raumschiff ausgedacht. Das Ganze alleine? Also, na gut, er hat tatsächlich ja irgendeinen Ingenieursabschluss gehabt, ne? Okay, das sieht hier alles sehr nach Arena aus oder so, das müsste ich mir auf den Rückweg nochmal rauskämpfen. Ich glaube, es war ziemlich dumm von mir, die ganzen Truhen zu looten, weil alles, was da drin ist, brauche ich gerade nicht. Und und. Lass mal die blauen Truhen mal in Ruhe. Oh. Ach nee, das ist nur mein Laufgeräusch. Ich dachte, ich bin schon zu weit gelaufen und habe was getriggert. Ja, das hat er hier unten alles unter dem Berg gebaut. Ich meine. Oh. Mein Fokus. Was war das? Es ist eine Warnung, glaube ich. Vor Strahlung. Irgendein Giftstoff. Fürs Erste bin ich wohl sicher, aber ich sehe mir lieber mal das Schiff an. Okay. Aha. Sag mir, was du siehst. Greifpunkt. Ja, das ist der inaktive Antrieb hat wahrscheinlich schon genug Strahlung für andere Leute. Seth hat bestimmt dann irgendeine Senet-Waffe, oder? Er würde wahrscheinlich irgendwo empowered sein. Achso, die komischen einzelnen Schichten sind nur die Wolken. Ja, aber ist das Schiff wirklich da? Das bezweifle ich ja irgendwie. Ich glaube, die Gelegenheit ist günstig für einen Cliffhanger. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!